Ja, herzlich willkommen zu den Mitteldeutschen Medientagen. Ich bin Maja Fiedler, ich bin freie Journalistin und moderiere bei MDR aktuell im Radio. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Hoffe, dass Sie vielleicht gestern Abend ein bisschen gefeiert haben. Wir starten in die Runde. Das berühmte Gruppenbild mit Dame. Das ist nicht nur ein Böll-Roman, sondern dieses Bild, das spiegelt auch sehr schön die Verteilung von Männern und Frauen in deutschen Talkshow-Runden wider. Männer als Experten sind da nämlich meistens zahlenmäßig überlegen. Und Talkshows sind da nur ein Beispiel für das unausgewogene Bild, das die Medien im 21. Jahrhundert immer noch reproduzieren. Wie können wir das ändern? Darüber wollen wir heute hier diskutieren, unter der Überschrift Mehr Frauen auf und hinter die Bildschirme. Die Gäste dafür sind Katja Wildermuth, Kulturchefin beim MDR eben noch gewesen, beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk eben noch gewesen und jetzt Programmdirektorin des MDR bekommen. Christine Plass, sie engagiert sich ehrenamtlich bei den Digital Media Women. Das heißt, sie setzt sich dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt teilhaben können und sichtbar Einfluss nehmen können. Außerdem Elisabeth Prommer, herzlich willkommen. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medienforschung an der Universität Rostock. Eigentlich eingeplant war auch noch Linda Breitlauch, die hat aber kurzfristig leider abgesagt, sie ist erkrankt. Geschlechterdarstellungen in Film, Fernsehen und bei YouTube. Das hat Elisabeth Prommer untersucht an der Universität Rostock. Audiovisuelle Diversität, Fragezeichen, war die Überschrift. Dafür haben sie 3500 Stunden Fernsehen gesichtet und sind zu dem ernüchternden Ergebnis gekommen, dass auf eine Frau zwei Männer kommen. Welches Bild, wenn ich den Fernseher einschalte, welches typische Bild einer Frau, ist besser? Okay. Welches typische Bild einer Frau bekomme ich dann? Vielleicht können Sie das beschreiben. Na, wenn Sie den Fernseher einschalten, also ein durchschnittliches Fernsehprogramm, bekommen Sie das Bild einer jungen, schönen Frau, weil das bis Mitte 30 kommen Frauen und Männer noch gleich häufig vor und ab Mitte 30, im Fiktionalen sogar schon ab Anfang 30, verschwinden Frauen sukzessive, also werden ausgeblendet und sind fürs Fernsehen alt. Das heißt, es kommen junge Frauen vor, Männer kommen in allen Formen und Facetten und Altersgruppen vor, Frauen sind jung und dann meistens natürlich auch schlank und schön. Alle Menschen im Fernsehen sind schlank und schön oder fast alle. Wenn welche moppelig sind, dann sind sie Männer, ganz selten sind sie Frauen. Und wir sehen auch Frauen eben nicht nur im Alter eingeschränkt, sondern auch in den Funktionen und Rollen sehr eingeschränkt. So wie Sie es angedeutet haben, sehr viel weniger Expertinnen. Wir sehen sie sehr viel weniger als Korrespondentinnen zugeschaltet. Also in der Moderation tatsächlich ausgewogen, das kennen wir in den Nachrichten, dass da immer Mann-Frau-Team ist. Aber wenn Sie sonst mal die Nachrichten durchschauen und mitzählen, dann sind Frauen gleich unterrepräsentiert. Und das auch in Berufen, wo eigentlich genug Frauen zur Verfügung stehen würden. Und meistens tauchen sie auch in einem bestimmten Zusammenhang auf. Das heißt nicht unbedingt beruflich, sondern sie repräsentieren oft ihr Hobby, habe ich gelesen. Na, das war auf YouTube. Also das war ganz interessant, dass Männer, wir haben dann YouTube gezählt, die populären Kanäle, die Top 1000 und die Top 100. Und Männer, die YouTube machen, auch wenn es ein Let's Play-Video ist, machen das professionell. Und das ist ihr Beruf. Und Frauen sind im Wesentlichen im Beauty, Fashion, How-To, Unboxing, Haul. Ich glaube, sie sind manche in der Altersgruppe, dass sie die YouTube-Genres kennen. Und machen das aber eben aus Passion und Hobby und aus privaten Emotionen. Und da zeigt sich dann wieder ein ganz stereotypes, altmodisches Rollenbild. Frauen kommen im Privaten, sie sind dann auch in eigenen Räumen, also zu Hause. Männer sind dann im Fitnessstudio draußen, in professionellen Kontexten. Männer machen das professionell, ihre YouTube-Videos, und Frauen machen es als Hobby. Und da sehen wir ja wieder einen Rückzug in alte Rollenbilder. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Fernsehen. Da haben wir die Vertreterin ja hier sitzen, bei dem Gruppenbild mit Dame. Frau Wildermuth, wie erklären Sie sich das, dass gerade in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja auch eine gewisse Verantwortung dafür hat, diese Stereotype mal aufzubrechen, dass das nach wie vor immer noch so dargestellt wird? Also ich muss zunächst mal sagen, dass wir diese Studien, die Frau Prommer jetzt durchführt, die erste 2017 veröffentlicht, dass wir die alle sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen haben, dass ich das ganz wichtig finde sozusagen, dass man anfängt, aus Gefühl Zahlen zu machen. Und da ist ja die Arbeit von Frau Prommer unbestechlich, sie zählt einfach durch. Und ich kann auch sagen, dass es
sicher nochmal eine ganz große Erhöhung der Aufmerksamkeit und der internen Diskussion zur Folge hatte, dass wir diese Studien wahrgenommen haben. Wir waren auch alle, bestimmte Zahlen überraschen einen nicht, weil das ist sozusagen das, was man, wenn man so eine klassische Talkshow anschaut, erstmal als Bild hat. Bestimmte Erkenntnisse haben uns aber doch sehr überrascht. Dazu gehört vor allem diese YouTube-Studie, die jetzt auch schon erwähnt wurde, also dieses Zurückspringen in die 50er Jahre. Wir haben daraufhin, das ist jedenfalls meine Beobachtung, die ich sagen kann für verschiedene Anstalten der ARD, wir haben daraufhin angefangen, ganz genau bei uns zu gucken, wie ist es denn? Und zwar, was ja beides ganz wichtig ist und ich finde auch, dass es gut ist, dass beides beachtet wurde, einerseits vor der Kamera und andererseits aber auch hinter der Kamera. Also wie sind Frauen in Führungspositionen verteilt, wie sind Frauen in Auswahlgremien verteilt, wie sind Frauen in Entscheiderrunden verteilt und eben welches ist das Bild, was wir nach vorne geben. Und da hat jeder Sender jetzt angefangen, ist meine Beobachtung in den letzten 2-3 Jahren, seine Hausaufgaben zu machen und Aufstellungen zu machen und Programme aufzulegen. Da können wir ja später noch drüber reden. Aber es war jedenfalls ein sehr wichtiger Denkanstoß, weil es eben sozusagen aus Gefühl Zahlen gemacht hat. Aber wie erklären Sie sich das, dass es nach wie vor überhaupt so ist? Ja, was heißt denn nach wie vor? Also die interessante Frage ist ja tatsächlich, was ist in unserer Gesellschaft passiert? Wir haben ja auch die anderen Zahlen, wir haben die Zahlen aus DAX-Unternehmen, wir haben die Zahlen aus dem Bundestag, die eher wieder rückläufig sind. Also die Frage ist ja generell, natürlich hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und ich finde das auch ganz richtig und wichtig, deswegen bin ich ja auch hier, hat da einen Auftrag, Vielfalt abzubilden. Dazu gehört natürlich auch Geschlechterausgewogenheit, aber wir müssen uns ja alle miteinander die Frage stellen, was ist denn in den letzten 30 Jahren passiert? Jetzt muss man auch sagen, dass Frauen im Schnitt in der Ausbildung besser abschneiden, sowohl im Abitur als auch später im Studium. Wie kann es sein, dass sie im Berufsleben auf einmal irgendwie dann in den Führungsriegen nicht mehr auftauchen? Die Frage stellt sich ja. Unterstützung dabei holen kann man sich als Frau bei den Digital Media Women. Mich würde interessieren, Frau Plass, mit welchen konkreten Erfahrungen denn Frauen an Sie rantreten? In welche Schwierigkeiten geraten Sie in Ihrem Berufsleben? Ja, wir sind ja ein Netzwerk von Frauen, die in digitalen Medien arbeiten und in digitalen Unternehmen. Und ich kann das nur bestätigen, was meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen oder wenn es auch darum geht, wer ist auf dem Panel, wer hält eine Rede, wer wird als Experte gefeiert, das sind dann meistens nicht die Frauen. Und das war der Grund, warum sich die Digital Media Women gegründet haben, weil wir gesagt haben, das geht so nicht weiter, dass auf den großen Digitalkonferenzen irgendwie nur Männer auf dem Podium sitzen. Wir kennen doch so viele kompetente Frauen. Und da haben sich unsere Gründerin 2010 in Hamburg gedacht, lasst uns diese Frauen mal miteinander vernetzen, lasst uns gegenseitig pushen und promoten und lasst uns auch gegenseitig ermutigen, weil Frauen schon manchmal ein bisschen zurückhaltender sind, nicht sofort auf die Bühne springen und eher der Meinung sind, sie müssten 100%ig sich mit dem Thema auskennen, bevor sie da präsentieren können. Und da ermutigen wir Frauen eben auch mal weniger perfektionistisch zu sein, sich zu trauen, an den Präsentationsskills zu arbeiten und einfach auch hier zu schreien, wenn es darum geht, eine Bühne zu besetzen. Jetzt die Frage, Entschuldigung, ich komme dazu. Kein Problem. Das klingt so ein bisschen, als ob es auch in der Verantwortung der Frau selber liegt, gesehen zu werden und auf dem Bildschirm aufzutauchen. Aber die kommen ja bestimmt auch, kriegen ja bestimmt auch andere Probleme. Vielleicht haben Sie da Beispiele. Ja, also es ist natürlich so, dass wir alle von unserer Biografie beeinflusst sind und dass Mädchen und Frauen einfach auch gar nicht so ermutigt und gepusht werden, sich die Bühnen zu nehmen, selbstbewusst aufzutreten, nach der Karriere zu streben. Das ist das eine. Das andere ist, dass selbst Frauen, die das dann tun, daran auch gehindert werden und diese Position eben nicht bekommen, weil wir wissen alle, auch durch wissenschaftliche Studien, es gibt dann eine Bias. Männliche Kompetenz wird erstmal grundsätzlich höher bewertet als weibliche Kompetenz. Und das andere ist diese Sache mit dem Kinderkriegen. Natürlich bekommen auch Männer Kinder, aber es ist häufig für Frauen Karrierekiller. Also das erleben wir ganz oft. Wir veranstalten regelmäßig Meetups, wo dann Frauen zusammenkommen,
die sich gegenseitig unterstützen. Und da höre ich relativ oft, bei mir lief alles super, ich habe das mit diesem Geschlechterproblem gar nicht verstanden, bis ich schwanger wurde, wo Frauen im Unternehmen ab dem Zeitpunkt schon ausgegrenzt werden, weil man schon denkt, naja, die ist ja dann eh weg. Und wenn die wiederkommt, vielleicht nur Teilzeit, die ist erstmal, die kann man erstmal für Führungsposition vergessen. Und das ist, glaube ich, so eine, das ist in Deutschland so hausgemacht, dieses Denken. Und in anderen europäischen Ländern ist es nicht so. Und das ist wirklich fatal. Das steht Frauen sehr im Weg. Frau Wildermuth, Sie sind in den Chefetagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie haben Sie es denn gemacht? Ich würde sagen, ganz grundsätzlich, ich wollte erstmal ganz kurz bestätigen, was meine Vorrednerin sagt. Wir sind, glaube ich, alle an einem Punkt, und deswegen fand ich diese YouTube-Studie so interessant, weil wir umgekehrt an einem Punkt sind, wo sich Rollenbilder in der Praxis ja doch sehr ändern. Es gibt immer mehr Väter, die in Teilzeit gehen. Es gibt immer mehr sozusagen nonlineare Lebensläufe. Und wir sind, glaube ich, alle an einem Punkt, dass wir verstehen müssen, dass unsere gängigen Vorstellungen von geraden Biografien, die das eine und dann das andere und dann das dritte machen, bei mir war das eine relativ gerade Biografie, weil Sie mich danach fragen, dass wir die aufweichen, dass wir sehen müssen, dass das Leben viel bunter verlaufen heutzutage, als das in unseren Rekrutierungsmechanismen bislang so vorgesehen ist. Das heißt, wir müssen überlegen, können wir Quereinsteiger erlauben? Können wir Leute sozusagen rekrutieren, schon im Volontariat, die vielleicht eine ganz andere Form von Ausbildung haben als dieses sehr, sehr klassische, was wir erwarten? Wir müssen einfach, und das glaube ich, ist aber inzwischen auch bei den, das fordern ja die jungen Arbeitnehmer auch, ist auch dort angekommen, dass wir dieses sehr straighte, wo dann eben ein Kind und eine Elternzeit und so weiter eine Riesenunterbrechung wäre, dass wir das aufbrechen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade beim MDR sowas angefangen, wie Elternzeitpatenschaften. Das heißt, wenn man in Elternzeit geht, bekommt man einen Paten im Sender, der einen auf dem Laufenden hält und der immer anruft und erzählt, wie ist es denn so bei dir und wie ist es bei mir und hast du schon gehört und so weiter, damit das genau nicht passiert. Führen in Teilzeit, all diese Sachen. Wir müssen anfangen, sozusagen sehr viel flexibler und sehr weniger starr zu agieren. Und das ist, glaube ich, ein Umdenkungsprozess. Und der muss von beiden Seiten kommen. Wenn auch für uns als Öffentlich-Rechtliche, wenn wir attraktiv bleiben wollen für junge Leute, müssen wir das tun. Das heißt, sowohl flexible Arbeitsmodelle anzubieten, als auch schon von vornherein bei der Einstellung die Voraussetzungen für einen Job zu überdenken. Ist dieses Jahr Auslandsaufenthalt notwendig? Was sind die einzelnen Punkte, die wichtig sind, die ich mitbringen muss, um in diesen Job zu kommen? Genau. Und das ist ja im Übrigen jetzt auch nicht nur was wir aus lauter Gutmenschentum tun müssen, sondern wir merken ja, dass wir sehr homogen sind in unserer Art sozusagen auch Nachwuchs zu rekrutieren. Und wir merken, dass wir damit auch ein Stück weit sozusagen gerade als Öffentlich-Rechtlicher bestimmte Teile der Gesellschaft überhaupt nicht mehr abbilden. Das heißt, wir müssen diverser werden. Dazu gehört Frau, aber dazu gehört natürlich auch andere Formen von Diversität, andere soziale Herkünfte, andere Ausbildungsformen und so weiter. Ich glaube, dass das ganz notwendig ist, auch für uns, damit wir weiterhin sozusagen Lebenswirklichkeit abbilden und zwar nicht nur auf dem Schirm, sondern auch hinterm Schirm. Schauen wir nochmal auf YouTube, was ja so ein bisschen das moderne Weltversprechen ist, aber dann irgendwie auch nicht. Frau Prommer, wir haben schon über das Rollenbild gesprochen, was YouTube stark prägt. Nun ist es ja eigentlich so, dass es ein Angebot ist, dass es jedem Menschen ermöglicht, Sender zu sein. Ja, das heißt, in Theorie. Es müsste doch alles abgebildet sein. Genau, in Theorie. Also in Theorie ist es ein Angebot, wo jeder mitmachen kann. In Praxis, wir haben qualitative Interviews mit YouTuberinnen geführt, ist YouTube bei Weitem nicht der freie Raum, den wir ihm so zuschreiben. In der Forschung nennen wir das partizipative Kultur. Jeder kann mitmachen. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. YouTube ist ein kapitalistisches Unternehmen, was Geld scheffelt und in Silicon Valley anhäuft. Und das tut es eben durch bestimmte Produktionsstrukturen. Und die YouTuberinnen haben uns berichtet, wenn du Geld verdienen willst und dich refinanzieren willst als Frau, kommen praktisch nur Beauty und Fashion als Werbepartner in Frage. Ein Mann, der kann für Games, für Autos, für Rasierer, für Mineralwasser, für Cola Werbung machen. Frauen kriegen Werbeverträge, Partnerschaften, also du musst, um Geld zu verdienen, Partnerschaften eingehen, praktisch nur im Fashion- und Beauty-Bereich. Natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen, aber sie sind eben sehr eingeschränkt. Dann, wie die Produktionsmechanismen sind, du kriegst zum Beispiel als Frau, wenn du den Beauty- und Fashion-Bereich verlässt, sehr viel mehr Hate Speech. Du musst es aushalten,
Und Hate Speech auf Frauen ist ja niemals, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Hate Speech bekommen hat, also ich bekomme, seitdem ich Gender Studies mache, wunderbare Hate Mails, sind immer bezogen auf deine Körperlichkeit, auf dich selber, auf deine Sexualität. Das ist niemals, deine Studie ist wissenschaftlich nicht angemessen oder dein Video war langweilig oder dein Inhalt war blöd, sondern es ist ja immer abwertend, immer ein Angriff und wirklich auf die Person, auf das Geschlecht, was wir haben und auf uns selber und meistens dann auch noch aufs Aussehen und alles Mögliche. Das heißt, das muss ich als Frau auch aushalten. Ich kann aber bei YouTube die Kommentarfunktion nicht ausschalten. Ich muss die pflegen, sonst sind die Algorithmen so, dass du dann nach unten gespült wirst, dass du nicht mehr angezeigt wirst. Es ist ja ganz wichtig, dass du da oben angezeigt wirst. Männer sind sehr viel besser vernetzt, sind in den richtigen Netzwerken, die vernetzen sich alle untereinander, das kennen die Jüngeren unter Ihnen, wie man sozusagen diese Algorithmen bedienen muss. Und das alles führt eben zu dieser sehr Stereotypisierung, diese Produktionsmechanismen, dass das, was wir dann sehen an Erfolgreichen, wir haben ja die Top 1000 angeguckt, eben so ein eingeschränktes Bild ist. Das heißt ja nicht, dass da draußen nicht ganz tolle Politik-YouTuberinnen, Wissenschafts-YouTuberinnen sind, nur wir sehen sie nicht, sie sind nicht sichtbar, weil eben die Marktmechanismen sie unsichtbar machen. Und deshalb ist ja so ein Angebot wie Funk, also das haben alle berichtet, also dass dann so deren Traum wäre, irgendwie ein konstantes Einkommen und man muss sich eben nicht dauernd um Partnerschaften und du musst eben nicht ein DM-Haul machen, damit du deine Miete zahlen kannst, sondern andere Formen würde uns eben ein sehr vielfältigeres Bild auch zeigen, weil die Frauen würden, wenn sie könnten, aber sind dann da eingeschränkt. Schönes Beispiel dafür ist ja die Wissenschaftlerin Maiti Nguyen Kim, die lange einen sehr weniger erfolgreichen YouTube-Kanal hatte, dann aber von Funk entdeckt wurde, inzwischen auch die Sendung Quarks beim WDR moderiert und eben jetzt auch für Funk ihren Kanal weiter betreibt. Frau Wildermuth, ist das so, dass man jetzt bei YouTube dann tatsächlich irgendwie mehr guckt, da vielleicht die Talente rauszufischen und die dann weiter zu unterstützen? Also ich finde es ja erstmal bemerkenswert, dass uns, wenn man über prominent Gesicht weibliche Naturwissenschaftlerin nachdenkt, immer nur auf diese Frau kommt und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Ja. Ich weiß nicht, ob es alleine sozusagen das Gucken nach YouTube-Talenten ist. Da gucken wir natürlich auch, wie wir überall gucken. Es ist, glaube ich, als erstes Mal auch immer noch für uns, und ich kann auch ganz sagen, persönlich für mich, ein Hinterfragen, was hast du selber für Vorurteile? Also belegst du nicht selber automatisch, wenn du sagst, wir machen eine Doku über künstliche Intelligenz, das mit einem männlichen Sprecher oder übers Mittelalter oder so? Also wie sehr sozusagen haben wir selber noch bestimmte Kompetenzzuschreibungen? Da rede ich noch nicht vom Sport, kann man aber natürlich auch. Das ist das Erste. Und das Zweite ist quer gucken. Aber genau das, was Frau Brommer gerade gesagt hat, ich glaube, diese Wahrnehmbarkeit ist ganz wichtig. Denn natürlich haben wir auch die Erfahrung gemacht, Expertinnen sind auf den ersten Rutsch, wenn du anrufst, etwas schwerer zu kriegen im Schnitt als männliche Experten. Weil die sagen, um was geht's denn? Ach, egal, mache ich. So. Und deswegen ist es wichtig, dass man sie wahrnehmbar macht. Deswegen brauchen wir Expertinnen-Datenbanken und wir brauchen Frauen, die dann eben öfter vor der Kamera waren, dann werden sie auch wieder nachgefragt. Es geht erstmal um Sichtbarkeit, genauso hinter der Kamera, Regisseurinnen zum Beispiel, da gibt es jetzt im zweiten oder dritten Jahr bei der Berlinale so ein Speed-Dating, wo Regisseurinnen vorkommen, weil es immer hieß, ja, wir können keine Regisseurinnen, so viele gibt es ja gar nicht. Natürlich gibt es die. Man muss sie nur sozusagen connecten mit den Entscheidungsträgern in ihren Redaktionen. Also Wahrnehmbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Wie sieht das denn in den Redaktionen beispielsweise beim Norddeutschen Rundfunk, können Sie es vielleicht eher noch sagen, aus? Gibt es da solche Expertinnen-Datenbanken? Ja, also man hat jetzt angefangen, aber wie gesagt, das ist ein Ergebnis der letzten Jahre. Man hat jetzt angefangen, von Hörfunk und Fernsehen zusammenzuschmeißen. Was habt ihr denn für Erfahrungen? Was haben wir für Erfahrungen? Ja, also in den Anstalten, die ich kenne, sind jetzt überall Expertinnen in den Datenbanken aufgebaut. Ja. Frau Plass, das ist ja ganz oft so ein bisschen der Vorwurf, ja, wir hätten gerne einen Experten, aber eine Frau war da einfach nicht zu finden. Was entgegnen Sie da?
Ja, da entgegne ich, dass wir eine Datenbank von Expertinnen aufgebaut haben, Speakerinnen.org, und da kann man Expertinnen finden zu jedem Thema. Mittlerweile ist es aber so, wir haben eine große Community von ungefähr 25.000 Menschen und dass wir da auch über die sozialen Netzwerke, wo wir ja sehr stark präsent sind, dass wir da angefragt werden. Dass es dann heißt, irgendwie, ich brauche eine Expertin zu KI, at Digital Media Women, kennt ihr eine, taggt uns und so weiter. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das freut uns auch wahnsinnig, wie sich da Frauen gegenseitig weiterempfehlen und wie Frauen auch explizit, aber auch teilweise Männer, nach Expertinnen fragen. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, das mal zu erwähnen. Wir sind absolut kein exklusives Frauennetzwerk, sondern wir sind der Meinung, dass wir die Geschlechterparität nur erreichen können zusammen mit Männern und dass wir haben viele Unterstützer, männliche Unterstützer, die sagen, wir sind es auch satt, nur noch mit Männern zusammenzuarbeiten und dieses Macho-Gehabe, wir wollen gerne Frauen als Kolleginnen, wir wollen auch gerne Frauen in Führung haben und wir unterstützen das. Frau Prommer, Sie haben auch in den Führungsetagen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Befragungen durchgeführt. Was ist denn Ihr Eindruck? Klar, man hört jetzt aus allen Richtungen, wir bemühen uns und wir haben das Problem erkannt. Ändert sich denn schon was? Naja, das waren jetzt nicht systematische Befragungen, sondern wir waren mit unserer Studie ja in vielen Runden, haben sie sehr viel präsentiert. Ich würde mal sagen, es gibt ein paar Sender, wo man das Gefühl hat, dass es tatsächlich konkrete Maßnahmen gibt. Und ein paar Sender hat man das Gefühl, dass sie das achselzuckend so zur Kenntnis genommen haben, beziehungsweise Lippenbekenntnisse, ja, ja, da müssen wir was ändern, aber eben noch nicht ganz so in tatsächliche Maßnahmen dann auch umsetzen. Und eins, was wir sicher wissen, ist, ohne Maßnahmen in irgendeiner Form wird sich es nicht ändern. Die Zahlen sind die gleichen wie in den 90er Jahren. Also, und man kann natürlich so ein bisschen feststellen, 1:2, also ein Drittel Frauen scheint so ganz offensichtlich dann das Gefühl zu geben bei allen, wenn sie in den Raum kommen, da sind ja Frauen. Also ich habe mir den Spaß gemacht, auch das Programm der Leipziger Medientage auszuzählen. Es ist, Zahlen habe ich jetzt zu Hause liegen lassen, aber es waren ein Drittel Frauen. Das heißt, die werden wahrscheinlich sagen, ja, wir haben ja Frauen, aber ja, und dann die Themen, da, der Intendant ist halt männlich, aber es könnte natürlich... bei verschiedenen Themen hätte man vielleicht weiter suchen können, wenn man gewollt hätte. Und das heißt, es ist eben fest, die Strukturen sind fest. Interessanterweise waren ja die Zahlen bei allen Sendern ähnlich. Wir haben deshalb auch keine Senderzahlen veröffentlicht, weil die so gleich waren. Also mit 2-3% Unterschied, die statistisch dann irrelevant sind. Das ist so systemimmanent. Das heißt, um es zu verändern, musst du konkret was machen. Und ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, jetzt ganz konkret, die BBC hat das jetzt ganz stolz verkündet, dass sie eben 50-50 in vielen Bereichen geschafft hat, indem sie es als Wettbewerb deklariert hat. Also ein Wettbewerb, welche Redaktion schafft es innerhalb von einem Jahr? Innerhalb von einem Jahr, Wahnsinn. Innerhalb von einem Jahr 50-50 Frauen auf dem Bildschirm zu bringen. Nicht nur da, sondern in allen Rollen. Reporter, Experten, Moderatoren. Also vielleicht müssen wir Wettbewerbe machen. Also eins ist ganz sicher, jetzt nur sich von uns immer wieder alle paar Jahre die Zahlen liefern zu lassen und die Gleichstellungsbeauftragten die Zahlen berichten zu lassen, da hilft es gar nichts. Und gerade jetzt auch in Ihrem Bereich, das ist ja der Bereich, wo wir die Zukunft haben und wir wissen, dass künstliche Intelligenz sehr genderungerecht ist. Also wenn Sie gehört haben, es gibt so ein Tool vom Arbeitsamt in Österreich und da kriegt die Frau schon schlechtere Punkte, weil sie Frau ist, weil sie ja eben vielleicht mal schwanger wird und deshalb wird sie schlechter vermittelt. Wir wissen, künstliche Intelligenz, Gesichter von alten Frauen sind immer grumpy old men. Also junge Hightech-Menschen teachen ihre Gesichtserkennung mit jungen Männern. Sowieso Diversität, farbige Hände, farbige Gesichter kannst du nicht erkennen. Aber ich finde das auch schrecklich, wenn ich dann mal wirklich alt bin, dass ich dann ein grumpy old man bin, laut Gesichtserkennung. Und genau, und Frauen in der Gesichtserkennung sind immer mürrischer. Also warum auch immer junge Männer uns dann mürrischer finden. Das heißt, gerade in dem Bereich ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir da früh eingreifen und eben nicht einfach alte, gewohnte Strukturen weiterlaufen lassen, sondern uns fest vornehmen, was zu verändern. Frau Wildermuth, Sie haben gerade schon so ein bisschen zugestimmt, dass man tatsächlich was auch institutionell einrichten muss. Das heißt, eine Quote? Also ich stimme absolut zu, dass man Programme und Strukturen schaffen muss. Ja. Das fängt an bei so eben so einer Kleinigkeit. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee, diese Elternzeitpatenschaften. Wir haben
ein Mentoring-Programm innerhalb des Senders für junge weibliche Nachwuchskräfte. Ich weiß, die Frau Grütters hat auch eins, wo Frauen in der Kreativwirtschaft, da habe ich mich auch bereit erklärt als Mentorin, mit jungen Mentees quer durch Deutschland sozusagen einfach sich austauschen. Und es geht einerseits um Erfahrungsaustausch, es geht um Tipps, aber es geht schon auch ganz hart um Netzwerke. Man muss Netzwerke schaffen und pflegen und knüpfen und dranbleiben. Das heißt, ich stimme total zu, dass das nur das Abhorchen und sich berieseln lassen von Zahlen an sich noch nichts ändert. Im Sender selbst? Das BBC-Modell ist ja ein Modell, was zeigt, dass wenn du an den Schaltstellen in den Redaktionen, wo entschieden wird, Rekrutierung einerseits und Programmvergabe andererseits, wenn du dort sozusagen ein Umdenken, ein Bewusstsein veränderst, dass dann sehr, sehr viel mehr geht, als man das vorher, ich glaube, keiner von uns hätte auf diese Zahlen gewettet im Vorfeld. Das waren ja, glaube ich, vorher war ungefähr ein Viertel aller dieser Teams 50-50 besetzt und nach einem Jahr waren es plötzlich drei Viertel. Das sind jedenfalls die Zahlen, die die BBC rausgegeben hat. Das heißt, ich glaube, man muss an die Entscheiderschaltstellen und muss dort Haltung und Bewusstsein verändern. Ich glaube, eine starre Quotenvorgabe ist da möglicherweise nicht der richtige Weg, sondern der Weg ist runtergehen, da wo täglich entschieden wird, wen holen wir denn jetzt morgen? Bei der BBC war das so, dass ein einzelner Moderator, der schon ein gewisses Standing hatte, diese Idee hatte und in die Redaktion getragen hat, in dem Fall ein Glücksfall für die BBC. Aber kann man das auch von oben irgendwie in die Redaktion reintragen? Was würden Sie sagen? Also ich meine, die viele Programme, die wir jetzt machen, also so ein Mentoring-Programm oder die Expertendatenbank, das ist ja ohnehin von oben angeschoben. Also natürlich gab es das auch schon in einzelnen Redaktionen und man merkt dann manchmal, oh, die eine hatte schon was, die hatte schon was, der Hörfunk hatte was, lass es uns einfach miteinander verbinden. Aber bestimmte Strukturen, die auch Frau Pommer angesprochen hat, Maßnahmen, die man ändern muss, die sind von oben angeschoben. Das ist ja klar, weil die idealerweise natürlich über den ganzen Sender gehen. Ich würde gerne noch mal auf diese Netzwerke eingehen. Frau Plass, was bringen die denn, wenn man sich so deutschlandweit vernetzt? Was haben Sie vielleicht konkrete Beispiele? Ja, Netzwerke sind tatsächlich extrem wichtig, um beruflich voranzukommen. Und ich habe da ein Beispiel. Wir haben gerade die 30 mit 30 Kampagne gelauncht von den Digital Media Women, weil wir uns gesagt haben, wir wollen die Unternehmen herausfinden, die mindestens 30% Frauen in Führungspositionen haben. Und wollen die befragen, wie sie das gemacht haben und was sie sich auch davon versprechen, was es gebracht hat. Und da ist ein Unternehmen, das, mit dem haben wir unser erstes Interview geführt, das war L'Oréal. Und L'Oréal ist ein etabliertes Unternehmen, das von Anfang an auf Geschlechterparität gesetzt hat und auf Diversity gesetzt haben, weil die haben gesagt, wir sind international aktiv, es gibt in den ganzen Ländern der Welt keinen einheitlichen Standard, sondern wir müssen in jedem Land gucken, wie sind da die soziokulturellen Gegebenheiten und dazu brauchen wir Menschen in unserem Team mit diesen kulturellen, sozialen Hintergründen. Wir brauchen die besten Talente, deshalb brauchen wir Frauen und deswegen haben die von Anfang an eben stark auf Geschlechterparität gesetzt. Also wenn die ein Führungsprogramm launchen, Führungsentwicklungsprogramm, dann ist da gesetzt, dass da 50% Frauen sein müssen. Aber sie haben eben auch erkannt, dass dieses Netzwerk ein ganz wichtiger Faktor ist und deswegen, wenn jemand ins Unternehmen kommt, dann wird der ganz aktiv vernetzt mit anderen Menschen im Unternehmen, mit denen es Schnittpunkte gibt und wo man anknüpfen kann. Und das führt eben auch dazu, dass sie es schaffen, dass wirklich auch die besten Talente dann auch eben im Unternehmen auch eine Chance sehen und da weiterkommen und wahnsinnig viele im Unternehmen bleiben, weil sie da auch einfach Entwicklungsmöglichkeiten sehen und gleichzeitig das Unternehmen davon profitiert, dass sie so tolle Mitarbeiter dann auch halten können. Aber heißt es jetzt, dass zu den bestehenden, wie man ja weiß, dass es sie gibt, Männernetzwerken, die Frauen jetzt quasi Gegennetzwerke aufbauen müssen? Ich glaube, dass es keine Gegennetzwerke sind. Ich glaube, dass Männer einfach, was das Netzwerken betrifft, uns so ein bisschen voraus sind, weil die Frauen damit relativ spät erst angefangen haben. Bei Männern habe ich manchmal das Gefühl, das ist so selbstverständlich. Und was ich auch noch
mit auf den Weg geben könnte, ist einfach, dass Frauen ein bisschen strategischer netzwerken könnten. Wir sehen das auch bei uns. Frauen gucken manchmal zu sehr irgendwie aus die Net irgendwie. Und das, beim beruflichen Netzwerken geht es nicht so sehr darum, ob jemand nett ist oder nicht, sondern da geht es darum, irgendwie auch vielleicht mit Menschen, mit denen man so erstmal persönlich vielleicht nicht so kann, aber die was sehr Interessantes machen oder die einem sehr, sehr Interessantes geben können, da irgendwie anzuknüpfen und da auch ja, den Dialog zu suchen und da auch dafür zu sorgen, dass wir da auch, dass wir selber auch mehr Diversity reinbringen und uns nicht immer nur gleich mit Gleichgesellen, weil das ist ja das große Problem, warum sich die Männer immer, warum sich die Männerbünde immer weiter rekrutieren und immer männliche Stellen auch weiter von Männern besetzt werden, weil man einfach sich näher hingezogen fühlt zu Menschen, die einem ähnlich sind. Und das zu durchbrechen, das ist eigentlich Aufgabe eines jeden und einer jeden. Das heißt nicht nur, ich finde dich nett, sondern hey, ich finde spannend, was du gesagt hast. Genau, ich finde spannend, was du gesagt hast und ich stimme vielleicht auch nicht mit allem überein. Das ist ja auch ganz wichtig. Es wird immer so ein bisschen auch der Eindruck vermittelt, Diversity ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist es nicht. Diversity, da stimme ich Frau Willermuth absolut zu, ist absolut wichtig. Das ist ein Business-Faktor in den Unternehmen. Die Unternehmen, die wir befragt haben, die sagen alle, es ist ein Erfolgsfaktor, Diversity, weil es ist ganz schlecht im Unternehmen, wenn bestimmte Ideen gar nicht erst ausgesprochen werden, weil die Person sich das nicht traut. Und insofern ist das eben ganz wichtig, aber man muss auch sehen, dass es natürlich auch dazu führt, dass man unterschiedlicher Meinung ist, dass man sich nicht mehr blind versteht, dass man Sachen auch ausdiskutieren muss. Am Ende kommt oft ein besseres Ergebnis heraus, aber es ist eben wichtig, auch den Mut zu haben, in die Konfrontation zu gehen. Frau Brommer, bei den Netzwerken wollten Sie gerne einhaken. Genau, ich wollte so ein bisschen nur anmerken, also aus der Wissenschaft, wir haben Netzwerke untersucht und mit Netzwerkanalysen in der Filmindustrie. Zusammen mit einer australischen Kollegin haben wir Criminal Network Analysis über die letzten 10 Jahre Australien, Schweden und Deutschland gelegt und es ist ein Mythos, dass Frauen nicht netzwerken. Also zumindest in der Filmindustrie sind Frauen sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, in diesen Netzwerkkarten kannst du sehen, die weiblichen Punkte haben sehr viele Knoten, aber sie sind immer in der Peripherie und es gibt ganz eng geknüpfte Männernetzwerke, die in 10 Jahren mit einer oder keiner Frau gearbeitet haben. Und das heißt, es gibt ganz feste Männernetzwerke, die keine Frauen reinlassen. Was wir jetzt machen wollen, ist zu untersuchen, wo kommen die her, wie gründen die sich, ist das schon in der Filmhochschule und musst du da vielleicht eingreifen. Aber deshalb halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass diese Mentoring-Programme nicht nur sind, wie bringe ich die Frau selbst dazu, selbstbewusster zu sein, sondern also was ich mache, ich nehme gern männliche Mentoren für die Mentees, weil wir müssen die Männer dazu bringen, die Frauen in ihre Netzwerke zu holen und sich auch verantwortlich zu fühlen für Diversity und Gleichstellung. Also ich bin nicht so der Fan von Frau mentiert Frau, sondern ich bin der Meinung, wir müssen die Männernetzwerke aufbrechen. Jetzt in dieser Criminal Network Analysis würde man den Mafiosi rausziehen und dann müssten sich die Strukturen anders lösen. Es stellt sich raus, dass die Filmbranche so fest ist, wenn du nur einen Mann rausnimmst, bleiben die Männernetzwerke. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie diese Netzwerke sich öffnen, wie die offener für Frauen auch werden. Und da ist es nämlich eben kein Wunder, dass Frauen nicht rankommen, weil die so stark sind. Also versuchen, Strukturen auch wirklich zu verändern, nicht nur die Individuen. Frau Willermuth, Sie sind ja auch Mentee hier in der Fernsehbranche. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Das würde mich noch interessieren. Mit welchen Problemen tritt man da an Sie heran und wie konnten Sie vielleicht auch weiterhelfen? Naja, das sind erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise sind das ganz viele Fragen, die uns alle nicht überraschen. Ja, also wie definiert man seine Rolle? Wie verhält man sich in Konferenzen? Wie komme ich an bestimmte Leute ran? Also vieles, was jetzt hier auch schon gesagt wurde, wie trete ich auf? Wie knüpfe ich sozusagen Kontakte auch zu Leuten, wo es eben nicht darum geht, sind mir die sympathisch, sondern sind die einfach wichtig für mich? Und so weiter. Also es sind die Fragen sind nicht so wahnsinnig überraschend, was in dem Erfahrungsaustausch auch immer gut ist, dass man ein bisschen nachsichtiger mit sich ist.
Und halt auch mal sagt, na gut, und wenn ich jetzt dann sozusagen auf der Konferenz bin, dann kann ich nicht gleichzeitig die beste Elternsprecherin in der Grundschule sein und dann kann ich nicht gleichzeitig 5 selbstgebackene Kuchen präsentieren und so weiter. Also das hat auch ganz viel damit zu tun, sich so zu sehen, dass wir ja dann ehrgeizig in jeder Richtung sind. Und dass man da, das sind manchmal ziemlich banale Sachen, gar nicht so große strategische Sachen, wo man einfach anfängt, miteinander in Austausch zu gehen und sich zu unterstützen. Aber davon unabhängig oder parallel dazu geht es schon darum, ich gebe Ihnen recht, Frau Prommer, auch bei dem Netzwerk, was Frau Grütters initiiert hat, sind inzwischen auch männliche Mentoren, aber es geht schon darum, diese Wahrnehmbarkeit zu stärken. Bring mich mit dem zusammen. Geh auf eine Party wie gestern Abend und stell mich vor und knüpfe mich und so weiter. Also das müssen wir einfach noch viel mehr forcieren. Und dafür sind solche Mentoring-Programme auch gut, dass man jemanden mitnimmt. Dass man so Wahrnehmbarkeit, weil ich glaube, wenn die einmal da ist, dann gibt es keine Diskussion mehr, warum man diese Frau einladen sollte und nicht den Kerl. Ich hätte hier auch noch ein schönes Beispiel von einem Unternehmen, was wir befragt haben. Das ist Thoughtworks. Das ist ein Beratungsunternehmen für IT. Also die bringen ihre Kunden bei der Digitalisierung voran. Und das ist ein sehr technisches Unternehmen. Deshalb haben die natürlich vor allem auch eher Männer. Die haben sich trotzdem gesagt, wir wollen mindestens 30% Frauenquote in der Führung. Und haben dazu bestimmte Programme eben aufgelegt und die eine Idee, die sie haben, ist dieses Buddy-Projekt und das besteht daran, dass man Männer sensibilisiert für Sexismus und Männer auch anregt, dagegen vorzugehen. Ein typisches Beispiel, ein Meeting, eine Frau macht einen Vorschlag, schweigen, ein Mann macht denselben Vorschlag, vielleicht 10 Minuten später, Begeisterung und da ist es, da können natürlich Männer ansetzen, indem sie einfach mal sagen, hey, den Vorschlag, den Anja gemacht hat, der war super. Und da eben auch drauf einzugehen. Und das sind so viele verschiedene Hebel, die man nutzen kann, um eben dafür zu sorgen, dass auch mehr Diversity herrscht. Und da möchte ich aber nochmal drauf eingehen, was Sie gesagt haben. Das Wichtigste ist, dass man eine Zielvorgabe hat. Man sieht es ja jetzt auch bei den Vorständen und Aufsichtsräten, wie da die Zielvorgaben sind. Wie viele Unternehmen, ich glaube es waren 53, die gesagt haben, unsere Zielvorgabe Vorstände, weibliche Vorstände ist 0. Und da kann man sagen, da kann ja auch nichts bei rauskommen, ne, wenn man es nicht mal vornimmt. Aber wenn man es sich vornimmt, dann gibt es zahlreiche Methoden, mit denen es auch gelingen kann. Ich möchte trotzdem sagen, dass ich schon beobachte, dass das in der jüngeren Generation auch ganz anders angelegt ist. Also natürlich ist diese YouTube-Analyse erschreckend, aber Frau Prommer hat ja auch gezeigt, das hat auch was mit ganz starken, massiven ökonomischen Interessen, die eben Klischees auch bedienen, zu tun. Aber ansonsten kann ich nur sagen, dass in der Generation meiner Kinder, die so 20, 21 sind und auch bei jungen Kollegen in den Sendern, dass da eine Kompetenzzuschreibung und so weiter viel weniger klischeehaft funktioniert. Also ich glaube schon auch, dass wir hier, wir müssen sicher was tun, aber wir können auch sehr optimistisch sein, dass sich da was ändert in den nächsten Jahren. Aber sollte man sich darauf verlassen oder braucht man vielleicht doch auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland diese Zielvorgaben, von denen Frau Plassitz gesprochen hat? Wie gesagt, es gibt ja, Frau Professor Wille, unsere Intendantin, hat ja zum Beispiel, was die Frage Regie angeht, eine Leitplanke gesetzt. Sie hat im Rahmen der Berlinale gesagt, in den nächsten Jahren 40% weibliche Regisseurinnen. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut für den Bereich, für den ich zuständig bin, Dokumentarfilm. Da haben wir im Moment gerade 39 für die 2018er bis 20er Produktionen. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, alles ist gut, sondern wir werden genau mit Produzenten jetzt auch in Mitteldeutschland sagen, wir machen nochmal den Fokus, weibliche Produzentinnen, weibliche Autorinnen, Regisseurinnen und so weiter. Man darf das nicht aus dem Blick verlieren. Ich glaube, dass man in bestimmten Bereichen schon Leitplanken setzen kann, aber nochmal, bei der BBC war das ganz klare Bekenntnis, wir haben das geschafft, obwohl wir immer gesagt haben, am Ende holen wir uns den besten Gast auf die Bühne. Und wir machen es nicht nach einer starren Quote. Und trotzdem haben die es ganz gut geschafft. Das heißt, ich glaube nicht, dass starre Vorgaben weiterhelfen. Ich glaube, man muss die Leute bei der Haltung und bei der Leidenschaft packen. Frau Prommer, Sie haben in einer Studie auch die schöne Erkenntnis gehabt, dass es auch wichtig ist, dass in den Schlüsselpositionen hinter der Kamera
Frauen stehen. Warum? Ja, wir haben festgestellt, dass je mehr Frauen allein verantwortlich, und das ist das ganz Interessante, in der Redaktion, Regie, Produktion oder Drehbuch arbeiten, wir mehr Frauen auf dem Bildschirm sehen in den fiktionalen Bereichen. Wenn eine Frau Regie führt oder wenn eine Frau allein oder ein Frauenteam allein verantwortlich in der Redaktion ist, sehen wir fast doppelt so viele Frauen, wie wenn ein Männerteam oder, und das ist das Interessante, wenn ein Mann dabei ist, dann scheint sich dieses Team wieder männlicher zu verhalten. Aber so, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, das, was auch Frau Wille angegangen ist oder was angegangen werden soll, ist hinter der Kamera, also Regie, Drehbuch, Produktion, die kreativen Funktionen. Und dabei ist natürlich Kostüm jetzt nicht so relevant, sondern tatsächlich ein einflussnehmende Creative in dem Team weiblicher zu bekommen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, in Deutschland wird ja immer so die Quote als diese gesetzliche Maßnahme, die so starr ist, und dann wird ja immer gefragt, sind Sie für Quote oder sind Sie nicht für Quote? Und ich glaube, das ist ja nicht die Frage entweder oder. Wir haben das Beispiel in Schweden, Anna Serner hat sich vorgenommen als Zielvorgabe, 50% der Fördermittel an Frauen in der Filmproduktion zu vergeben. Und hat das eben mit Datenbanken, mit Nachfragen, warum gab es denn keine weibliche Regisseurin? Bist du sicher, dass das dass die richtige Regisseurin oder der richtige Regisseur für das Projekt ist? Und da spricht sich dann ganz schnell rum in der Branche, dass da hinterher gefragt wird und plötzlich war klar, du kannst keine Liste geben, wo nicht mindestens eine Frau auf dem Projekt steht oder wo die 50-50 sind. Und das führt ja sehr schnell zu Veränderungen. Ich will jetzt ganz kurz Werbung machen, weil ganz druckfrisch ist übrigens uns das Buch zur Studie. Ich habe hinten ein paar Flyer hingelegt. Das ist natürlich einer der Gründe, warum ich den weiten Weg nach Leipzig gekommen bin. Nein, ich wollte nur sagen, das, was ich jetzt so auszugsweise erzähle, ist da alles natürlich ausführlich nochmal dargestellt. Frau Plass, wir haben gerade über die Zielvereinbarungen gesprochen und Sie haben mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die diese Zielvereinbarung, diese 30 über 30 geschafft haben, unter anderem auch Spreadshirt, was hier in Leipzig auch sitzt. Was haben Sie da, Sie haben auch gesagt, dass es vor allem, wenn man einmal sich dieses Ziel gesetzt hat, das dann auch schafft als Unternehmen, aber dass jedes Unternehmen eigene Instrumente findet, um dieses Ziel umzusetzen. Was ist Ihnen dabei noch so aufgetaucht? Ja, schön, dass Sie Spreadshirt erwähnen. Das ist ja auch ein international tätiges Unternehmen, aber mit Headquarter eben in Deutschland, in Leipzig. Und die sagen, der Osten ist ein Standortvorteil, weil die setzen stark auf Familienfreundlichkeit, wobei Familienfreundlichkeit eben auch bedeutet, dass der Vater mit dem kranken Kind auch mal zu Hause bleibt und dass die Väter auf jeden Fall auch wenigstens diese 2 Monate Erziehungszeit nehmen, die sonst verfallen würden. Das ist ein wichtiger Faktor, aber eben auch, dass Frauen im Osten eher so mit diesem Bild aufgewachsen sind, ich kann voll berufstätig sein und Kinder haben, das ist überhaupt kein Problem. Und da auch die entsprechende Betreuungsinfrastruktur da ist. Wir sehen das bei unseren Digital Media Women in Süddeutschland, dass das oftmals da wirklich noch ein Riesenproblem ist, dass die einfach nicht die Betreuung haben. Und das ist ganz klar ein wichtiger Faktor, Sachen Familienfreundlichkeit. Was noch eine Rolle spielt, das hat mir bei L'Oréal sehr gefallen, dass die, obwohl sie schon so stark sind beim Thema Diversity, dass sie das nicht als selbstverständlich ansehen, dass sich das immer weiter fortpflanzt, sondern jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die ins Unternehmen kommt, die durchläuft erstmal ein Diversity-Fortbildung oder Workshop. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir erleben es ja auch eher in den politischen Strukturen, dass es eben auch diesen Backlash gibt, dass man denkt, ach ja, jetzt haben wir ja schon 30% Frauen, super, irgendwie, jetzt läuft es weiter von selbst, aber diese alten Kräfte sind doch sehr stark und man muss wirklich dranbleiben und sehen, dass es auch dabei bleibt, dass man die Errungenschaften nicht wieder fortgibt und dass man auch drüber redet. Deshalb machen wir das mit unserer 30 mit 30 Kampagne, dass wir wirklich zeigen können, es ist ein Business-Faktor. Das Arbeiten ist erfolgreicher und es macht mehr Spaß in gemischten Teams. Frau Wildermuth? Ja, um da anzuknüpfen, und das Ziel, unser Ziel muss sein, dass wir nicht mehr Mitarbeiter durch Diversity-Workshops schicken, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, dass die Zusammensetzung so ist, dass man sie nicht mehr schulen muss. Und dafür muss man, da bin ich auch ganz bei Ihnen beiden, fängt damit an, dass wir die Auswahlkommissionen
nochmal überdenken, dass wir nochmal genau gucken, wie sind die überhaupt selber zusammengesetzt, weil das, was Frau Prommer berichtet, es ist ja wirklich so, dass es gibt ja wissenschaftliche Erfahrungen darüber, dass andere Zusammensetzungen auch andere Ergebnisse bringen. Mir ist aber, wo Sie das gerade sagen, eingefallen, was die Antwort auf Ihre Frage gewesen wäre, warum das bei mir geklappt hat, weil ich hier gelebt habe. Im Osten, in Ostdeutschland. Ja, weil es eben in der Grundschule hier 95% der Kinder gehen in den Hort. Das ist völlig selbstverständlich. Die sind eher beleidigt, wenn sie nicht dürfen, weil sie sagen, das macht so viel Spaß. Und Bekannte und Schulkameraden aus Bayern, wo ich ja aufgewachsen bin, oder aus Baden-Württemberg, die erzählen eben von Hortmöglichkeiten, die immer noch beinhalten, dass du mittags 2 Stunden nach Hause gehst, weil dann ist zu und die Mama kocht. Und das ist, natürlich hat mir das sehr geholfen. Ja. Wenn wir nochmal darauf gucken, wo das denn losgeht, also wie man diese, dass man auch dranbleiben muss, selbst wenn man bei 30% ist im Unternehmen. Wenn man aufs Fernsehen guckt, wäre dann quasi das Pendant dazu das Kinderfernsehen. Welche Bilder entwirft denn das Kinderfernsehen, Frau Prommer, im Moment? Naja, das war eigentlich für uns das am erschreckendsten oder das erstaunlichste Ergebnis, dass wir im Kinderfernsehen ein noch unausgewogeneres Bild sehen, also auf eine weibliche Figur 3 männliche Hauptfiguren. Und dass tatsächlich wirklich Frauen und Mädchen im Kinderfernsehen ganz, ganz eingeschränkt vorkommen. Also dass wir dann sagen können, the future is not equal. Und wenn wir zum Beispiel gezeichnete Tierfiguren anschauen oder Fantasiefiguren, dann ist 9 von 10 gezeichneten Tierfiguren sind männlich. 8 von 10 Bäumen oder Fantasiefiguren, und es ist jetzt nicht, weil der Baum, sondern wir haben halt, wie der Baum angesprochen wurde, welcher Name er hat. Und es Ernie ist nicht und der Bert, Bernd das Brot, das Krümelmonster, das Sandmännchen. Genau, also erschreckend. Und dann haben wir geguckt, wie sind denn diese Zeichentrickfiguren, also ein großer Teil des Kinderfernsehens, Fiktionale, sind Zeichentrickfiguren. Übrigens heißt es dann immer, wir waren auch beim Kika und in verschiedenen Runden, ja, das ist das internationale Angebot, wir können nicht anders einkaufen, aber Deutschland ist Schlusslicht. Also das ITZI hat eine vergleichende Studie gemacht mit 9 Ländern und andere Länder schaffen es, viel diverseres Fernsehen zu zeigen, also Kinderfernsehen mit mehr weiblichen Hauptfiguren, also Deutschland kauft irgendwie schlecht ein. Und wir haben uns dann den Spaß gemacht und haben die sogenannte Waist-Hip-Ratio gemessen, also Taille zur Hüfte. Das kann man bei Zeichentrickfiguren messen, macht einen großen Screenshot und setzt sich da mit Millimeterband drauf. Und da zeigt sich, auch da sind wieder Mädchen sehr eingeschränkt. Die Hälfte der Mädchen sind so dünn und haben so eine Sanduhrfigur, dass es anatomisch nicht möglich ist. Also noch dünner als Barbie, noch viel dünner. Und dann gibt es noch, dass insgesamt 3/4 der Figuren eigentlich nicht machbar sind. Es gibt nämlich dann noch so 1/4 Modelfiguren. Und Sie wissen selber, dass die Heidi Klums der Welt und Claudia Schiffers, da ist, glaube ich, ein Mädchen unter 10.000, hat natürlicherweise so eine Figur, dass sie eben erfolgreich Model werden können. Und nur 1/4 ist normal, eine Kinderfigur müsste 1 sein. Also gerade Kinder vor der Pubertät haben nämlich keinen Busen und keine Taille. Bei Jungs ist es genau umgekehrt. Da gibt es nur 1/4 der Jungs, haben so eine, die Sexualisierung von Männern ist dieses, die ganz breite Schulter, so ein V. Und 3/4 der Jungsfiguren sind natürlich bis moppelig, nicht nur Obelix, aber es gibt auch viele moppelige Jungsfiguren oder gerade Bob der Baumeister. Und Sie wissen alle die Debatte, dass die Maya, Biene Maya, jetzt plötzlich eine Taille bekommen hat und ähnliche Dinge. Also vom Kinderfernsehen können wir uns keine emanzipatorischen Bewegungen erwarten und eigentlich, und auch die Erklärer sind männlich, also ging ja auch durch die Medien, eben die Checker Tobis, Checker Kahns und die Checkers sind alle männlich. Und dann ist interessant, das Mädchen, was moderiert, macht eine Tiersendung, also wirklich eingeschränkte Rollenbilder. Frau Wildermuth, reagiert der Kika, reagiert der MDR da drauf? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann für den Kika an der Stelle nicht wirklich sprechen, weil ich bin jetzt seit 6 Wochen wieder hier und ich bin für den Kika überhaupt nicht zuständig. Aber ich weiß aus der Branche, dass natürlich diese Zahlen uns noch mehr erschrocken haben, weil wir sie so nicht wussten. Die anderen Zahlen, das Verhältnis Führungskräfte oder eben Talkshow-Runden oder sowas, das hat man intuitiv. Aber diese Zahlen, die
und vor allem, was die Körperlichkeit angeht, die sind sehr erschreckend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir erleben das ja auch im Privaten. Als meine Tochter eingeschult wurde, waren, glaube ich, 95% aller Mädchen rosa. Inzwischen ist das schon ein bisschen anders. Also ich kriege viele Dialoge mit, wo auch Freundinnen sagen, ich habe mich wieder dabei ertappt, wie ich meiner Nichte und meinem Neffen ein Buch jeweils geschenkt habe. Und zu ihr habe ich gesagt, das ist ein ganz süßes Buch. Und zu ihm habe ich gesagt, total cool. Und so. Und also, dass man aber da zumindest sich mal bewusst macht, da erlebe ich, Sie merken, ich bin unerschütterlich optimistisch, da erlebe ich sozusagen einen sich selbst bewusst werden in den letzten Jahren. Aber natürlich müssen wir da Stellschrauben drehen, das ist gar keine Frage. Das sind Rollenvorbilder, da müssen wir mit mehr Bewusstsein rangehen. Dann kommen wir doch nochmal auf das Anfangsbild zurück, Gruppenbild mit Dame. Ist denn im Gegenzug dann Gruppenbild mit Herr das Ziel, was wir alle haben sollten? Abbildung der Gesellschaft, so wie sie ist. Gruppenbild mit groß, mit klein, mit schlau, mit Handicap, mit einfach ein diverses Abbild der Gesellschaft, so wie es ist. Wenn wir über gesellschaftliche Themen diskutieren, dann sollten dort Leute diskutieren, die diese Gesellschaft repräsentieren. Natürlich gehören dazu auch Männer und Frauen. Frau Prommer? Ja, ich bin für halbe-halbe, so wie die, aber eben in aller Vielfalt und auch nicht nur halbe-halbe, aber natürlich für Diversität. Und ich glaube nur, so ganz von alleine wird es eben nicht gehen. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns das vornehmen müssen in den verschiedensten Facetten und nicht hoffen, dass es einfach die neue Generation irgendwie macht, weil die Strukturen ja eben doch so sind, dass wir uns das echt vornehmen müssen. Ich kann das beides nur unterstützen, möchte noch ergänzen, das Schöne an Diversität ist, das haben auch die Unternehmen festgestellt, die es umgesetzt haben, dass es dann auch gar nicht mehr so sehr um Männer oder Frauen geht. Es gibt ja auch noch andere Bevölkerungsgruppen, die da eben auch noch dazugehören, sondern es ermöglicht allen ein Stück weit mehr die eigene Individualität und Persönlichkeit bei der Arbeit zu leben und nicht mehr irgendwelchen Klischees entsprechen zu müssen. Und das ist eigentlich was, wo alle nur gewinnen können. Ich würde gerne noch mal ins Publikum die Runde eröffnen. Gibt es irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen, die ja hier vorne in der zweiten Reihe? Mikrofon kommt. Ich hätte zwei Fragen. Einmal an Frau Wildermuth. Ich bin nicht so hoffnungsfroh wie Sie. Mich erschreckt auch zu sagen, dass die Medienmacher das beim Kinderfernsehen sagen, nicht wahrgenommen haben, weil ich habe eine kleine Tochter, wenn man Kinder mal beobachtet, sagen, beim Kinderfernsehen kommt man ganz schnell drauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Muss man nicht doch irgendwie mit Zwang arbeiten und ist für Sie vorstellbar, dass man sagt, beispielsweise gibt es für Redaktionen, wo vorbildlich sozusagen mit Diversität umgegangen wird, sowohl hinter im Arbeitsbereich als auch in dem, was rauskommt als Produkt, beispielsweise macht man das finanziell sozusagen irgendwie abhängig davon, wie sind die ausgestattet, und die sind dann halt besser ausgestattet als welche, die das nicht hinbekommen, also dass man tatsächlich so einen Wettbewerbsfaktor mit reinbringt. Und eine zweite Frage an Frau Plass habe ich, Sie haben zwei Unternehmen genannt aus Ihrer Befragung oder Untersuchung, die Sie gemacht haben. Das waren jetzt mit L'Oreal und Spreadshirt, sage ich mal, im weitesten Sinne eher Unternehmen, die so aus L'Oreal sagen Kosmetikbranche und Spreadshirt im weitesten Sinne sagen Mode, waren auch Unternehmen dabei, die, sage ich mal, aus klassischen, Anführungsstrichen, männerdominierten Bereichen kommen, und wie sah das da aus? Fangen wir bei Frau Wildermuth an. Ja, ich habe nicht gesagt, dass die Redaktionen davon wahnsinnig überrascht waren, aber es ist doch was anderes, wenn man diese Zahlen sieht. Und die Zahlen, ich glaube nicht, dass bis dato sich jemand die Mühe gemacht hatte, die Zeichentrickfiguren durchzuzählen und auf dieses Ergebnis zu kommen, 1:9. Oder dass man sich die Mühe gemacht hat, bis jetzt wirklich genau zu messen, wie ist sozusagen die körperliche Darstellung von weiblichen Figuren. Also ich finde, das ist doch nochmal ein qualitativer Unterschied, und deswegen finde ich ganz wichtig, dass es die Studien gibt. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist ja eine Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Zwang, haben Sie gesagt, oder Belohnung. Ich finde, dass es völlig selbstverständlich sein muss. Und nochmal, ich merke es ja in dem Umfeld, ich könnte jetzt Ihnen ein paar MDR-Zahlen sagen, die sind ganz gut, wir sind im journalistischen Führungskräftebereich bei 45, 55 inzwischen und so weiter. Ich merke schon,
dass Redaktionen einfach natürlich auch reflektierte und gesellschaftlich denkende Wesen sind und dass man da weder mit Zwang noch mit sehr viel Belohnung, sondern einfach mit einem Thematisieren und mit Strukturen, mit Antworten, mit eben diesen Datenbanken und so weiter, da kann man mit einem Bewusstseinswandel, was die Vergabe von Projekten, auch von fiktionalen Projekten angeht, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel machen und man stößt da nicht auf taube Ohren und man stößt auch nicht auf dumpfen Widerstand. Das kann ich beides nicht bestätigen. Deswegen würde ich sagen, die extreme Form würde ich an der Stelle ablehnen, sondern ich würde weiter immer ins Gespräch kommen. Und natürlich helfen Studien, um das zu untermauern. Aber wie gesagt, ich glaube, und das ist meine Erfahrung aus verschiedenen Anstalten, da trifft man auf offene Ohren. Gut, ich wurde dazu zwar nicht gefragt, aber ich möchte dazu trotzdem auch kurz meine Meinung sagen. Ich finde, Quoten haben in Deutschland erschreckend gut funktioniert. Erschreckend deswegen, weil ich mir auch wünschen würde, dass solche coolen Beispiele wie von der BBC funktionieren würden. Aber tatsächlich haben Quoten sehr gut funktioniert. Und was auch sehr gut funktioniert hat, ist das Zweite, was Sie angesprochen haben, nämlich diese finanziellen Anreize. Wenn wir das jetzt bei der Erziehungszeit sehen, als es da andere finanzielle Anreize gab, hat sich das vollkommen verändert. Früher sind die Frauen in Westdeutschland irgendwie 3 Jahre in der Erziehungszeit zu Hause geblieben. Da hat die Politik schon, finde ich, einen sehr großen Gestaltungsspielraum. Und ich finde auch, dass es bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch die Pflicht ist, da mal wirklich konkrete Zielvorgaben zu setzen, die auch eingehalten werden müssen. Jetzt zu der Frage, die an mich ging. Wir sind ja noch am Anfang, wir wollen 30 Unternehmen finden, wir haben jetzt 3 Interviews veröffentlicht. Eins davon war mit ThoughtWorks und ThoughtWorks ist eine IT-Agentur, die Unternehmen bei der Digitalisierung voranbringt und die tatsächlich viel, viel mehr männliche Berater haben und trotzdem es geschafft haben, diese 30% Frauen in den Führungsetagen zu bekommen. Aber das war eben auch, weil die hatten so einen Aha-Moment. Die hatten ein Auswahlverfahren für einen Führungskräfte-Workshop oder ein Führungskräfte-Empowerment. Und dann haben sie festgestellt, dass am Ende dieser Auswahl, das haben sie auch gesagt, wir müssen uns nochmal unsere Auswahlkriterien angucken, am Ende von diesen ganzen wundervollen Personen, die da in diesem Camp mit dabei waren, wurden mehr weiße Rechtsanwälte ausgewählt für dieses Leadership-Programm als Frauen. Und da haben sie sich gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen auch unsere Auswahlverfahren ändern und wir müssen auch stärker auf die gucken, die sich vielleicht nicht so nach vorne drängeln. Gruppenbild mit Dame, da haben wir angefangen, da stehen wir im Moment. Gruppenbild mit Herr oder zumindest erstmal Gruppenbild mit Damen und Herren in allen Formen und Farben, da wollen wir gerne hin, wie man das in Zukunft mehr zu Gesicht bekommen kann. Darüber haben wir diskutiert unter der Überschrift Mehr Frauen auf und hinter die Bühne. Herzlichen Dank dafür an Katja Wildermuth, Christine Plass und Elisabeth Prommer und herzlichen Dank auch an Sie. Applaus